Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Terraformers. Heute der fünfte Teil. Und ursprünglich habe ich gesagt, wir machen dann angespielt und vorgestellt daraus. Und dann wurde daraus ein kleines, naja, Tutorial-Let's Play, weil das hier der Tutorial-Spielstand ist. Also die Tutorial-Mission quasi, um das Spiel ein bisschen zu lernen. Ja, und mittlerweile sind wir schon am fünften Teil angekommen. Die Woche ist jetzt zu Ende und ich habe mir überlegt, ich werde mal abwarten, wie das Spiel so ankommt. Ich gucke mal auf die Klickzahlen, ich gucke mal auf die Daumen und ich gucke mal auf die Kommentare. Und wenn das alles angemessen ist, wo ich denke, wow, dafür lohnt es sich nochmal eine Woche zu produzieren, ja, würde ich einfach nochmal eine Woche hinten dranhängen, also nochmal weitere 5 Folgen. Aber wie gesagt, ist ein bisschen abhängig davon, wie das Spiel ankommt. Ist ja auch nicht das neueste Spiel. Und insofern würde ich dann abwarten, ja, ob da überhaupt Leute Interesse entwickeln, sich das anzugucken. Ja, genau. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne eine Rückmeldung geben. So, wir entscheiden uns mal ganz kurz hier für den alpinen Kiefernwald. Sehr gut. Wir bekommen 100 Unterstützung und plus eine Temperatur in eine Klimazone. Ach so, weil die Temperaturstufe erhöht ist, genau. So, das sollte sich also günstig auf alles auswirken. So viel mal dazu. Was haben wir denn hier? Entwicklungszentrum. Du kannst jede Runde ein Projekt zusätzlich erforschen. Du kannst 2 Projekte zusätzlich in Reserve haben. Das finde ich mal gar nicht so schlecht und da gehen wir auch mal für. Denn ihr seht schon, wir haben hier ziemlich viele Karten mittlerweile. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir da jetzt mal langsam zu Rande kommen. Ja, das erstmal zum Allgemeinen für das Spiel. Jetzt im Speziellen, um nochmal zu sagen, warum ich das Tutorial nenne. Tutorial hier, Schwierigkeitsgrad normal. Das ist eben die Tutorial-Mission. Das ist die erste, die man quasi spielt. Ich weiß nicht, ob man das immer schafft. Man kann das Spiel auch verlieren, tatsächlich. Ja. Nun gut. Was habe ich mir überlegt? Ich habe mir überlegt, wir werden mal forschen. Und zwar, um mal zu gucken, wie die Standorte hier sind. Wir haben mit Big Catena, können wir noch mal einmal expandieren. Und ich habe in der Aufnahmepause nicht nur einen super leckeren Kaffee gemacht, ja, an dem ich zwischendurch ein bisschen schlürfen werde. Ich habe auch festgestellt, dass man expandieren kann auf die Stadtregionen hier. Und das heißt, ich könnte mit Big Catena tatsächlich hierhin expandieren. Ich würde dann zwar eine Unterstützung pro Runde weniger machen, aber das wäre mir, glaube ich, gerade egal. Dann könnte ich das hier noch nutzen als... Die Frage wäre allerdings, gibt es dann hier noch weitere Verbindungslinien? Ich gehe mal davon aus. Ne? Ich gehe mal davon aus. Wie sieht denn das jetzt hier aus, wenn in Big Catena die Temperatur... Wo ist denn die Temperatur? Das ist Regen. Hier ist die Temperatur. Plus 0. Waren die schon immer da, die kleinen Käferchen hier? Okay. Ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, dass da die Käfer schon rumliefen. Naja, gut. Man kann es ja auch nicht wissen, ne? So. Ich könnte zumindest damit nochmal eine Handelsroute machen. Und ich finde, wir könnten an einigen Stellen einfach ein bisschen mehr... Wumms bekommen. Ich meine, was haben wir hier sonst noch? Ne? Hier hätten wir halt... Die Frage ist halt, wo halt die nächste Stadt ist. Wir könnten das auch... Na, hierhin könnten wir es nicht machen. Wir könnten auch das hier als nächste Stadt deklarieren. Es wäre auch mal spannend zu gucken, ob man das hier nicht umsortieren kann, ob man dann nicht sagen kann, hier, du gehst zu dieser Stadt hier. Wir haben ja hier auch noch eine Expansion. Hier haben wir die Draht. Also wir gehen einmal hierfür hin. Ne, warte mal, wir gucken mal, was das kostet. 2 Energie, ja, okay. Und hier hinten kostet es 3 Energie. Pass auf, dann nehmen wir nämlich hier. Tritium, Titan, Nitrat, sehr gut. Und wir haben hier eine kleine Nitratquelle. Quatsch, Tritium. Quelle. Hilft mir jetzt aber auch noch nicht weiter, ob es dann hier jetzt zu Ende ist mit den... Kann ja eigentlich nicht sein, ne? Vier, hier könnten wir 3.
Ach so, genau, das hatten wir. Hatten wir das schon gefunden? Hier ist eine Lavahöhle, die könnten wir auch noch nutzen. Sie könnten wir auch noch mal Lavahöhle halt. Ja, die Lavahöhle ist insofern interessant. Die Städte erleiden 50 weniger Prozent Schaden durch Sandstürme, wobei mir das jetzt eigentlich wurscht sein könnte. Ja, Triumph müssen wir, Timfu müssen wir mal ausbauen. Pass auf, wir machen das mal. Wir setzen jetzt hier mal den das Ding hin und dann ist das mal so. Das bedeutet, wir haben jetzt noch eine maximale Handelsroute dazu bekommen und die sollten wir auch nutzen für Dinge, die wir wirklich brauchen. Sollen wir die jetzt für den Strom nutzen? Ja, wir nutzen mal eine für den Strom, damit wir da mal fertig sind. Ah, hier sind wir mit dem Titan gerade fertig geworden, sehe ich wohl. Wo haben wir denn viel? Wir könnten mal hier etwas expandieren, exportieren, Entschuldigung, um mal ein bisschen mehr Wasser zu bekommen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das hebt sich auf, ist 1, und das hebt sich auf, und 2 und 3. Mehr kann man so nicht machen. Ne? Könnte man auch sagen, warte mal, wir testen das mal gerade. Könnte man auch sagen, wir wollen hier noch mehr? Ja, tatsächlich. Wir könnten mal 3 Runden das Ganze hier. Also, ah, ne, geht nur 2, ich verstehe. Achso, ne, warte mal, wir könnten das hier abbrechen. Jetzt bekämen wir da in 2 Runden, hätten wir alles. Und dann bekämen wir tatsächlich +2 Tritium pro Runde. Das machen wir mal. Das ist jetzt ein bisschen krass, aber das machen wir tatsächlich mal. So. Haben wir da oben zumindest erstmal alle Ressourcen benutzt. Jetzt können wir mal hier nochmal weitergehen und schauen, dass wir halt hier nochmal eine Stadt finden, ne? Ja, 2 Energie, 3 Tritium. Ich habe das jetzt hier und ist im Augenwinkel gesehen, dass es hier Energie gab. Und habe gedacht, komm, plus minus 1. Dann haben wir nämlich für eine Energie quasi geforscht, nicht für 2. Felsige Ebene. Da könnten wir dann theoretisch, wenn wir hier eine Stadt bekunden würden, könnten wir uns das holen, das holen, das holen und vielleicht sogar noch das. Dann hätten wir hier. Ja, es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit. Gut, aber wir haben alle Aktionen benutzt. Bauen können wir eh nicht mehr. Ausgesucht hatten wir auch schon. Ereignisse haben wir keine. Runde beenden. Kaffee trinken. So ist das nämlich hier im Hause des YouTubers. Hier können wir nochmal. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Das gibt halt auch Strom. Aber hatten wir da nicht schon eins von? Wir gehen mal für das, weil ich hatte ja hier geplant, 3 Dinger zu machen, was natürlich auch schwierig ist, weil wir dann halt quasi auch Expansion ohne Ende haben. Ich sehe gerade, wir könnten natürlich auch mal hierhin expandieren, ne? Timfu wird wahrscheinlich eh nicht viel haben. Das ist irgendwie ein bisschen. Hier, diese Wissenschaft, die können wir direkt ausgeben. Haben wir sonst was mit Wissenschaft? Nö. Zack, jetzt haben wir tatsächlich 10 Karten, die wir nehmen können. Ach, guck mal, und können tatsächlich noch eins nehmen. Das ist ja schön. Da bekämen wir sogar noch mal mehr Nahrung.
Muss in einer Stadt gebaut werden. Kulturfleischlabor. Ja, jetzt habe ich mich schon wieder da irgendwie für irgendwas entschieden. Naja, gut. So, das könnten wir natürlich jetzt mal überlegen, ob wir das dann machen wollen würden. Geht nicht in dieser Runde und auch nicht in der nächsten, weil wir jetzt erstmal nochmal hier die Energie abzweigen. Dann haben wir das aber, da bekommen wir dann 2 Tritium pro Runde. Da bin ich mal gespannt. Das ist ja hier plus 1. Das müsste dann auf plus 3 springen. Bin sehr gespannt. Insgesamt finde ich ganz, ganz gut hier. Was kriegen wir hier? 3 Wissenschaft pro Runde und hier bekommen wir 20 mehr. Naja, gut, da müssen wir mal gucken. Mit dem mehr. Sagen wir mal so, das finde ich eine gute Sache, außer ich bekäme zufälligerweise dann eine Überschwemmung irgendwo und irgendwas würde den Bach runtergehen. Dann fände ich es natürlich nicht so cool. So, das bedeutet, was bauen können wir nicht. Das hier können wir auch nicht machen. Könnten nochmal unterstützen. Quatsch, erkunden für 2. Können wir hier was erkunden für 2 Energie? Unerforschter Standort. Warum geht das hier nicht? Ach, ein Sandsturm. Hier bekämen wir Nitrit, Nitrat, Nitrut. Hier können wir mal gucken. Brauchen wir Syndikat? Drei Energie. Sagen wir, die Stadt hier können wir schon mal gründen. Da steht dem schon mal nichts im Wege. 2 Energie, Wasser. Was haben wir hier hinten noch? Ist halt alles ein bisschen weit weg, ne? Ja, dann haben wir das zumindest. Und tatsächlich können wir hier eine Stadt gründen. Das ist ja schön. Und die Ebene sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und das finde ich auch gut. Das machen wir auch. Dieser Standort wird überflutet, wenn das Meer auf Stufe 3 steigt. Das ist schön zu wissen. Wissen wir das eigentlich hier mit der Stadt auch? Kann ja auch nichts anderes machen, ne? Könnte man noch einen Deich bauen? Deich verbessern, ja tatsächlich. Ach, das ist ja krass. Das heißt, wir können die Deiche einfach zusätzlich verbessern. Jetzt habe ich das Nitrat hier benutzt. Das ist aber okay, glaube ich. Brauchen wir das für irgendwas? Nö, das haben wir noch genug. Okay. Ja, interessant, aber so lernt man das halt auch, ne? Mit den. Wie das mit den Städten ist, ob die Städte dann safe sind, das werden wir mal sehen. Okay, bauen können wir nichts mehr. Gedingst haben wir. Karten haben wir auch alle eingesackt. Jawohl, sogar mehr als genug. Dann nächste Runde. Achso, ja, ich wollte ja mal einen Kaffee schlürfen. Ist aber auch wirklich so, ne? Wenn so ein Spiel spannend ist, guckt man da einfach nicht drauf, ne? Bakterienverteiler oder? Die Roboter gewähren einen extra Punkt. Hier haben wir hier Roboter. Hauptquartier nehmen nur einmal Bevölkerung. Wir haben auf jeden Fall noch Roboter im Anschlag hier. Frage wäre, wo würden wir überhaupt expandieren? Tifium würde nur hier 1, 2, 3 expandieren können, ne? Weil ja dann hier schon Grape. Planum Outpost steht. Oh, warte mal, wir haben hier aktivieren. Momentchen mal, was haben wir denn hier? Schickes, ein schickes Button-Ding. Sie, wir bekommen hier 2 Tritium pro Runde. Wir aktivieren das. Bisher schlägst du dich gut und scheinst alle erforderlichen Grundlagen zu meistern. Um sicherzustellen, dass die Erde der Kolonisierung langfristig zustimmt, musst du dafür sorgen, dass die Unterstützung durchgehend über Null liegt. Die Verbesserung des Lebenskomforts der Bevölkerung durch Terraforming oder andere Maßnahmen hilft dabei.
Auch der gelegentliche Bau von Gebäuden für die Unterstützung sorgen ist eine gute Idee. Damit Kolonisierung und Terraforming des Mars ein Erfolg werden, musst du 300 Siegpunkte erreichen. Wir sind alle sehr gespannt, wie weit du uns voranbringst. Viel Erfolg. Ich danke dir. Also guck mal, wir sind schon bei 163. Das Spiel ist gleich durch. Ja, Terraforming-Schritte. Hier haben wir natürlich da mit den... Kann man da eigentlich draufklicken? Nee, schade. Würde gerne sehen, wie die 40 Punkte zustande kommen. 20 vielleicht pro Stufe hier? Nun gut, das bedeutet auf jeden Fall, dass wir jetzt hier erstmal auch wieder eine Menge Expansionskram haben. Wir können ein Tritium, ja das ist ja jetzt super, das können wir natürlich richtig abnutzen. Wasser sollten wir vielleicht wirklich mal exportieren, importieren. Und Strom brauchen wir natürlich jetzt mal eine ganze Menge. So, auf, dann gehen wir mal hier für das. Das ist es dann auch schon, ne? Genau, 1, 2, 3. Alles klar. Okay, so. Energie haben wir keine, um was herauszufinden. Bauen können wir auch nichts. Doch das hier könnten wir bauen. Pflanzenverteiler. Muss an einem Planetenstandort gedingst werden, den wir nicht haben. Das ist bedauerlich und der hat auch keinen Planetenstandort. Hier haben wir einen Bakterienverteiler. Wieso haben wir denn hier einen Bakterienverteiler? Hatten wir den nicht hier reingesetzt? Ah ne, wir hatten... Hier ist der Bakterienverteiler und der verwaltet da hinten die Bakterien. Alles klar, so war das. Okay, dann nehmen wir einfach nochmal die Unterstützung von irgendwem mit. Ja, machen wir das mal. Das ist auch so unnötig wie irgendwas. Also hier seht ihr hier. Man kann jede Stadt nur einmal. Also ich kann jede Stadt, also ich habe 4 Städte, ne? Bam, 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 bam. Die kann ich jeweils einmal aktivieren, dann ist auch vorbei. Vielleicht, weil deren Legislaturperiode auch nicht so lange anhält. Könnte sein. So, nochmal ein Bakterienverteiler. Würde ich gerne bauen, kann ich aber nicht. Ausgesucht hatte ich auch noch nicht. Hier könnten wir nochmal gucken. Ah, hoch, ja, das nehmen wir auf jeden Fall. 10 Unterstützung pro Runde haben. Auf jeden Fall krass. Noch ein Bakterienverteiler brauchen wir nicht. Wir können es in einem Jahr noch nicht mal leisten. Und hier hätten wir was. Roboter gewähren einen zusätzlichen Expansionspunkt. Das nehmen wir mal mit. Kann man die Karten eigentlich auch discarden? Oh, nee. Offensichtlich nicht, okay. Okay, dann haben wir jetzt alles. Runde beenden und das ist wieder Kaffeezeit. Und nochmal. Hm. 2 zusätzliche Projekte werden jede Runde vorgeschlagen. Das hier ist wieder interessant. Atmosphäre und Sauerstoff ist halt... Gut, Atmosphäre brauchen wir wirklich viel. Sauerstoff humpeln wir auch hinterher. Nehme ich das mal. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es baue, aber... Und die schicken wir in die Wüste. So, kriegen wir eine Forschung für. Das ist auch nice. So, wir haben tatsächlich genug Geld oder sagen wir mal Ressourcen, um eine neue Stadt zu bauen. Hier wäre jetzt ein Spot. Die Lavahöhle wäre auch ein Spot. Aber die müssen wir erst noch erforschen. Die könnten wir direkt und hätten auch schon hier eine felsige Ebene. Ich würde sagen, das klingt super. Bulatbekopost. Oh. Bulatbek nennen wir das mal. Und streichen mal das Post. Das wird ja richtig schwierig sonst. Und ich würde sagen, ist das hier eine Verbindungslinie? Ja, das sieht so aus, oder? Ne, sieht nicht so aus. Ich weiß nicht, ob es verbunden ist oder nicht. Aber ich glaube, es ist auch wurscht.
Das mal hier hin. Aus Gründen, die ich gar nicht erklären kann. So. Und ja, wir haben halt keine Energie, ne? Das ist noch jetzt gerade ein Problemchen. Wir gewinnen 20 mehr, damit ist noch nicht so viel getan. Da müssten wir bei Gelegenheit tatsächlich mal gucken. Hier könnten wir mal die Silikatmine bauen. Das wird vielleicht auch wirklich mal notwendig. Machen wir das mal. So, dann kann Bollard Beck nämlich hier expandieren, hier und hier. Und vielleicht noch hier, dann könnten wir nämlich das hier bauen und vielleicht auch noch ein anderes Projekt. Ja, ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Was brauchen wir denn eigentlich dann jetzt? Das ist natürlich auch schön, ne? Drei plus vier. Okay. Das bedeutet, Bullerbeck sollte auch expandieren. Quatsch, Great Plenum Outpost sollte expandieren. Die Frage ist, wohin? Noch eine Silikatmine? Eher nicht. Hier scheint irgendwas zu sein, was... wir gehen mal hierfür hin. Wir gucken mal das hier an. 5 Nitrat, Tritium, Silikat. Und wir sehen, da gibt es eine Nitratmine. Können wir uns die schon leisten? Nein, aber in der nächsten Runde könnten wir uns die leisten. Hier wollten wir eigentlich Nachbarschaft bauen. Also Nahrung hier. Warte mal, was haben wir denn hier? Atomare Sauerstofffabrik. Die wollten wir auch bauen, fällt mir gerade auf. Dann gucken wir doch mal, wo wir die hinbauen wollen. Dafür brauchen wir erhöht Strahlung in der Stadt um 1. Erhöht die Strahlung in der Stadt um 1. Bevölkerung in der Nachbarschaft gewährt 3. Okay, erhöht die Strahlung. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist hier Strahlung? Hier. Erhöht die Strahlung um 1 heißt entweder in Nutimfu, das fände ich gut. Ist jetzt eh nicht die schönste Stadt von allen, hat aber ähnlich wie Bicatena die meisten. Gucken wir doch mal, dann bauen wir das doch hier rein. Brauchen wir die Ressource für sonst was? Nein. Wir kriegen aber nochmal 2 Atmosphäre und 2 Sauerstoff pro Runde. Können wir denn das hinbauen, dass das nicht schädlich ist? Hier steht, Bevölkerung in der Nachbarschaft gewährt minus 3 Unterstützung pro Runde. Was? Und es geht aber um ein runter. Ach, vielleicht hat das dann einfach was mit dem... Ihr seht hier, die Unterstützung geht auf 2. Das hat wahrscheinlich was mit der Strahlung zu tun, ne? Naja, gut. Aber wir kriegen hier Atmosphäre und Sauerstoff hin. Ja. Das ist gut. Mit der Atmosphäre vor allen Dingen noch 10 Runden, dann sind wir da nochmal ein bisschen plus. Hier kriegen wir gleich in 3 Runden auf jeden Fall hier nochmal was hin. Das ist gut. Ja, Wasser ist halt ein Problem, ne? Wasser ist Problem. So, Energie können wir eh nicht machen. Wir könnten jetzt nochmal das hier machen. Ja, ihr seht schon, das ist halt, naja. Also, die ist sicherlich nicht die beste Anführerin. Ne? Da haben wir schon deutlich bessere gesehen. Aber gut, was sollen wir machen? Ne? Wir können es ja leider nicht aus den Rippen schneiden. Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Wir geben uns Mühe, diese Ansprüche zu... Ja, alles klar. Alter, bei 2 sind wir jetzt. Das ist natürlich krass, ne? So, hier hätten wir noch mal ein bisschen mehr Nahrung. Für 10 Nitrat finde ich gar nicht so schlecht.
können wir da auch direkt machen. Und hier hätten wir nochmal Energie. Das finde ich auch nicht schlecht. So. Wir sind auch richtig voll hier. Meine Güte. Richtig voll sind wir. So. Wir müssen erstmal hier expandieren. Können wir das mit Robotoren machen? In der nächsten Runde könnten wir das mit Robotoren machen. Sonst können wir das hier nicht schaffen. Was haben wir denn hier? Einmal Nahrung, 10 Nitrat. Wir wollten irgendwas für 7 Nitrat bauen. Das hier wollten wir bauen. Wir kriegen eine Nahrung und da fehlt es aber gerade an Wissenschaft. Hoppala. Das heißt, wir müssen das hier mal aufhören. Machen wir es mal so. Ja, wir müssen das hier auch mal machen. Okay, lass uns nochmal gucken. Hier kriegen wir 20 mehr. Naja, das mit dem Meer ist irgendwie auch wichtig. Ach, Mann, Mann, Mann. Okay, nochmal zurück auf Anfang. Wir wollen was bauen. Wir wollen das hier, um die 3 Unterstützung pro Runde zu bekommen. Das ist schon mal nicht die schlechteste Sache. Und eine Nahrung. Das hat also ein bisschen mehr Vorteil als das. Kostet außerdem nur 7. Das heißt, das sparen wir uns jetzt mal auf. 7 Nitrat haben wir. Wir sind ja schon bei 38. Das heißt, das können wir auch bauen. Was brauchen wir denn sonst noch? Wir müssen halt die Robotoren bauen. Dafür müssen wir die Energie sparen. Die haben wir in der nächsten Folge, in der nächsten Runde. Und dann könnten wir die... Ja, müssen wir einmal hier die Roboter hinsetzen. Nützt nichts, auch wenn ich Roboter jetzt tatsächlich nicht so gerne mag. Aber dann können wir hierhin expandieren und den Pflanzenverteiler bauen. Auch wichtig. Und dann haben wir quasi das und das. Ja. Wasser, ne? Hier, das wollten wir auch machen. Energie wollen wir sparen. Stadt des Jahres... Bist dann du? Oh, geil, kriegst du mal eine Unterstützung dazu. Richtig nice. So. Die Unterstützung deiner Bevölkerung fällt sie auf null. Ist das Mars-Kolonisierungsprojekt gescheitert? Ey, deine Mutter ist gescheitert, das kann ja nicht sein. Ich meine, gut, auch dann kriegen wir ein Achievement im Sinne von, dann ja, kriegen wir das Achievement von gescheitert, aber schön ist das ja nun wirklich nicht, ne? Ich weiß nicht, da muss ja nur irgendein Ereignis jetzt passieren oder so. Das machen wir nicht. Roboteur machen wir nicht. Und was haben wir hier? 7 Unterstützung pro Runde. Die nehmen wir mal mit. Also sind wir sogar bei 11. Aber ist kein Problem, weil wir haben gesagt, wir bauen jetzt. Und zwar hier hin. Und zwar die Roboteurs-Dinger hier. Also bitteschön. Und... Das bauen wir hier hin. So, und dann expandieren wir nämlich mit dem einmal hier hin und bauen das hier hin. Und können jetzt sagen, für diese Lebensform gibt es keine geeignete Klimazone. Das ist ja schön. Ja, schade auch. Wir haben da leider nur 1. Das ist echt bedauerlich. Ja, schade auch. Das hätte ich mir jetzt anders gewünscht. Ärgerlich. Tritiumvorkommen. Nee, vielleicht Silikatvorkommen. Auch nicht so wichtig. Und noch was nach außen können wir sowieso nicht bauen. Dann nehmen wir doch einfach... Ja, wir warten einfach mal ab. Ich glaube, da sollte man vielleicht nicht so inflationär mit umgehen. Wir haben keine Energie mehr, um irgendwas zu erforschen. Das ist bedauerlich. Und bauen können wir auch nichts mehr. Wir können noch mal gucken, ob wir was handeln können. Nö. Wasser, haben wir gesagt, brauchen wir 17, ne? Jetzt kriegen wir da plus 4, sind wir bei 12. Ich überlege, ob wir... Naja. Ob wir halt das hier mal machen.
um die 10 Unterstützung zu bekommen. Ich würde fast denken, das wäre wirklich nicht schlecht. Lass uns das alles mal löschen und mal gucken, ob wir das hier bedienen können. Nahrung. Können wir vielleicht direkt 2 bedienen? Das wollen wir halt auch haben in 2 Runden. Das ist okay. 3. Also mehr können wir sowieso nicht machen. Das heißt, das Titan fehlt an der Stelle. Hier haben wir Wissenschaft pro Runde. Ehrlich gesagt, glaube ich, können wir das hier löschen. Oder? Also gut, wir lassen es mal. Solange wir nichts anderes haben, brauchen wir das hier nicht löschen. Ne? Müssen wir ja nicht übertreiben. Hier könnten wir die Nitrat-Sache noch bauen. Ah, da fehlt auch schon wieder die Energie. Na gut, dann machen wir mal nichts. Oh, warte, hier können wir noch was auswählen. Roboter? Nö, dann gehen wir einfach mal für eine Forschung. Jetzt können wir. Und ich nehme noch mal einen Schluck Kaffee. Ist das eigentlich gemeint? Die Unterstützung einer Bevölkerung fällt sie auf Null? Ist das Mars-Kolonisierungsprojekt gescheitert? Ach, ich glaube, die meinen hier nicht auf, dass der Wert hier, also pro Runde, auf Null fällt, sondern dass die Gesamtzahl auf Null fällt. Ja, das könnte natürlich sein. Das entspannt mich jetzt ein bisschen, aber trotzdem finde ich, Plus ist immer besser. Plus ist immer besser. So, bauen können wir nichts. Wir können nur noch mal forschen. Wir forschen einmal hier. Ne, warte mal. Wir forschen einmal. 2, 2, 2. Kostet alles 2. Hier kommen wir so nicht hin. Da kostet 2 und 5. Da kostet 3. Da kriegen wir Wasser. Aber da kommen wir auch nicht hin, ne? Ich glaube, die Idee wäre schon, hier oben auch nochmal zu expandieren. Dafür müssten wir aber genau das hier machen. Drei Wasser und Titan. Und da haben wir nix. Das ist bedauerlich. Aber wir könnten jetzt hier eine Stadt gründen. Und das würden wir auch tun, sobald wir dafür wieder die Ressourcen haben. Weil wir dann hier einfach Umwandlungssyndikat. Standort wird leer. Gut, dann müssen wir mal gucken. Stadtgründen geht ja hier nicht. Schwarze Sanddünen. Okay, in der nächsten Runde ist das hier fertig. Dann bekommen wir das 20 mehr Ding. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal hilfreich. Hier wollen wir uns noch nicht entscheiden. Oder doch, wir wollten uns entscheiden. Wir wollten hier expandieren mit der Energie, oder? Ja, komm. Das macht jetzt eine weniger, aber das ist okay. Weil wir damit nämlich jetzt einfach mal auch Nitrat hier nochmal bekommen. Ein mehr, das ist gar nicht so schlecht. Insgesamt haben wir jetzt alles quasi auf mindestens plus 2 gebracht, was auch gut ist. Ah, richtig gut. So, jetzt hier mit dieser Pflanzennummer ärgere ich mich nochmal ein bisschen. Was haben wir denn da? Mindestanforderung, eine Temperatur, ein Regen. Regen ist das Problem. Regen ist das Problem. Und da vielleicht sollten wir das jetzt auch wirklich mal angehen. Das mit dem Wasser haben wir wirklich lange irgendwie ignoriert. Und wo könnten wir das denn mal tun? Hier könnten wir das tun. Mit 4 Energie könnten wir hierhin expandieren. Ja, hier von Outpost, von Liberatis. Hier runter. Mal gucken, ob wir sonst noch irgendwo Wasser haben. Die Musik ist auch echt schön. Ich finde es einfach super entspannt, tatsächlich. Und naja, so Musik führt halt auch dazu, oder die Atmosphäre, die halt so erzeugt wird, führt halt auch dazu,
dass man entspannt ist. Machen wir das hier nochmal. Ja, viel Unterstützung. So, hier, das können wir auch nochmal expandieren. Wissen wir nur noch nicht wohin. Was haben wir denn hier? Schlechte Laune, aber Temperatur und Atmosphäre geht nach oben. Kartenslots, Wissenschaft und in der Dings. Nehmen wir mal das, das könnten wir theoretisch nämlich direkt auch bauen. Und Wissenschaft und Silikat, Wissenschaft, gut, ja, tatsächlich bräuchten wir Wissenschaft für Ditte hier. Ah, und für Ditte auch. Aber 3 wäre quasi nur eine Runde. 7 Unterstützung pro Runde wäre natürlich auch nice. Ne, da müssen wir warten. 12 sind 2 Runden. Ja, machen wir mal. Ich glaube, das war's, ne? Ja, bitteschön. Die Danle Group, einer der größten Nahrungsmittelkonzerne der Erde, bietet den Bau, ist ein bisschen aus Nestle und Danone. Ist Danone überhaupt? Nein, weiß ich jetzt auch nicht. Bietet den Bau eines Hochtech-Labors an. Vor einigen Jahren gab es negative Reaktionen auf den Versuch des Konzerns, die DNA-Sequenz gewöhnlicher Pflanzen und Tiere urheberrechtlich zu schützen. Diese Großzügigkeit könnte ein Versuch sein, Aufmerksamkeit zu erregen und Skandale zu vertuschen. Wir bekämen ein Labor, müssten das für 28 Wissenschaft benachbarte Nahrung, Produktionsgebäude, würden mehr... Ach, das lohnt sich nicht, oder? Wir sollten uns lieber nicht mit ihnen einlassen, wir bekommen 50 Unterstützung. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Okay, 2 Projekte erforschen. Wir haben ja gesagt, wir wollen... Oh, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, das GVO-Labor ist genau das gleiche. Kostet nur unfassbar viel mehr. Oh, das hier wäre interessant. 3 Energie pro Runde. Das wäre auch nicht so schlecht. Warten wir mal ab. Aktivieren wir doch erstmal das hier. Wir bekommen jetzt 20 mehr. Wing. Wow, nice. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, ob wir jetzt hier das Wasser noch hinkriegen. Wie ist das denn? Kriegen wir denn jetzt hier irgendwas gebacken? Nee, oder wir müssen noch warten. Wir können für 9 Tritium aber nochmal so ein Labor bauen. Hier vielleicht, wo es keinen stört, wo es auch keinen interessiert. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier am Maximum unserer Gebäude angekommen. Ne? Das ist auch etwas, was ich noch nicht so bedacht habe. Aber tatsächlich ist das so. Wir bekommen eine Energie mehr. Das ist gar nicht so schlecht. So, und wir machen das hier auch nochmal. Genau. Und ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, ob wir das hier noch nehmen. Wir haben davon noch eins auf Lager. Und wir haben auch noch einen Roboter-Hub. Gehen mal für die Wissenschaft. Okay. So, und ich sehe gerade mit einem Blick auf die Uhr, oh je, oh je, oh je, ist doch schon wieder vorbei mit der Zeit. Ach, das ging aber schnell. Brauchen wir Energie gerade? Nee, ne? Ja doch, wir brauchen hier 6 Energie. Das wollten wir doch bauen auch. Na gut, dann müssen wir mal warten. Sparen ist ja nicht so meins, muss ich ja gestehen, ne? Und deswegen werde ich am Ende dieser Folge mich zum Summer Sale auf Steam nochmal umgucken und nochmal austoben. Ja. Also ich muss gestehen, das Spiel macht mir richtig viel Spaß. Was heißt gestehen? Das Spiel macht mir Spaß, ja. Ich habe da richtig Bock drauf. Es macht auch Laune. Hier wollen wir den Dings hinbauen, um dann das hier zu kriegen. Und dann hier die 10 Wasser zu kriegen. Dann haben wir die Stufe erreicht. Genau. Ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, es kommt ein bisschen auf euch an, ob ihr Bock habt, hier von mehr zu sehen. Wenn dem denn so sein sollte, dann wäre jetzt der richtige Moment, mir das mitzuteilen. Dann könnten wir nämlich nochmal überlegen, ob wir gehen hier für die Unterstützung, ne? Genau. Dann könnten wir nämlich überlegen, ob wir weitere Folgen machen, ob ich nochmal 5 machen soll. Ich sag mal so, ich würde jetzt kein ewig langes Let's Play draus machen.
Krass, wir können hier noch. Warte mal, was? Wir können noch ein. Verbreite Bakterien. Das geht nicht, aber wir können hier. Zwei Atmosphäre pro Runde schaffen. Oder ein Wissenschaft pro Runde. Aber ein Wissenschaft pro Runde ist wirklich mehr. Können wir das nochmal ganz kurz hier checken? Das ist mir gerade noch nicht so ganz klar. Wir bekommen zwei Prestige. Was auch immer Prestige ist, wissen wir noch gar nicht, oder? Erfordert mindestens einen Standort auf dem Land in der Klimazone. Zwei Atmosphäre pro Runde. Ja, da würde ich doch sagen, gehen wir doch einfach mal hier für Big Catena. Warum auch nicht? Deinonychi in benachbarter Klimazone vorhanden. Minus 10% Entfernung vom ausgewählten Lebensformverteilergebäude plus 20%. Ja, das ist aber direkt nebenan. Also. Guck mal, jetzt wird das auch so schön fleckig. Das ist schon richtig ordentlich fleckig hier. Na gut, wir müssen irgendwann mal Schluss machen. Das ist jetzt an dem Punkt angekommen. Wie gesagt, ich warte mal auf eure Rückmeldung und dann gehen wir vielleicht nochmal für ein paar Folgen. Ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, für alle Daumen, für alle Likes, für alle Kommentare bisher, falls es welche gegeben hat. Alles voraufgezeichnet, deswegen weiß ich es nicht genau. Habe die Ehre, bis zum nächsten Mal.